In Chris Pratts neuen Film kämpft er in einem Krieg in der Zukunft gegen eine invasive Alien-Spezies, um das Leben seiner Familie und der Menschheit zu retten. Und damit geht es in meiner neuesten Kritik über das Science-Fiction-Epos Tomorrow War. Der Begriff Blockbuster ist ja heutzutage fast schon eine Beleidigung für einen Film, denn in dieses riesige Genre fallen auch cinematische Katastrophen wie Transformers oder The Meg. Doch ganz ehrlich, dieser Film hat mich durchaus überrascht. Und nun kommen wir, wie ihr es euch wahrscheinlich denken könnt, zu den positiven Punkten. Als erstes möchte ich auf die Grundprämisse des Films zu sprechen kommen. Ein Krieg in der Zukunft, in der die Regierung dieser Welt ihre Bürger praktisch in den Tod schickt, ist eine sehr interessante Frage, welche auch mit vielen ethischen Fragen besprochen wird. So werden viele Fernseheinblendungen gezeigt, in denen Politiker und Menschen zusammen über dieses Thema diskutieren, was eine sehr interessante Grunddynamik schafft. So wird zum Beispiel die Frage aufgeworfen, ob man überhaupt in einen Krieg ziehen sollte, wenn man mit dem eigentlich nichts zu tun hat. Der Film nimmt sich auch vor allem Zeit für seine Figuren und das Trauma des Krieges. Leider schöpft er das Potenzial dieser Ideen nicht voll und ganz aus und versucht lieber in die Action reinzukommen. Das ist aber ein weiterer Vorteil, denn die Action ist sehr, sehr gut inszeniert. Besonders die erste Szene in dem Hochhaus hat mir gefallen. Denn die Action wird langsam aufgebaut und hat dann einen guten Schluss. Kommen wir nun zum Cast. Die großen Stars sind wahrscheinlich Chris Pratt und J.K. Simmons. Chris Pratt ist unser Hauptcharakter. Ein Charakter, der uns direkt als sympathisch gezeigt wird. Er ist ein Lehrer und er möchte gern sich in seinem Job verbessern. Er wird uns auch in vielen Szenen am Boden gezeigt, was uns noch mehr Empathie zum Charakter empfinden ist. Außerdem hilft er natürlich dabei, dass er ein Kind hat. Ist ja klar, jeder wünscht sich, dass die Familie gewinnt. J.K. Simmons hat leider nur einen kleinen Auftritt von 2, 3, 4 Szenen circa. Aber trotzdem besticht er mit seinem begnadeten Schauspiel. Was ich dazu tatsächlich zu Chris Pratt sagen muss, fand ich, dass er seine Rolle sehr gut gespielt hat. Es war sehr glaubwürdig, sein Charakter war sehr glaubwürdig und auch sehr authentisch gespielt. Auch cool ist, dass der Film viele Anspielungen hat. Zum Beispiel hat er einige Zitate aus Filmen wie Terminator oder aus Filmen wie Star Wars und Die letzte Hoffnung. Außerdem hat er einige Anspielungen auch auf Independence Day. So fühlt sich der Film auch an, wie ein moderner Independence Day. Er passt sehr gut in unsere Zeit, finde ich. Ein besonders wichtiger Punkt sind natürlich die Aliens. Na klar, wir kämpfen ja auch gegen sie. Und ich finde es auch gut, dass die Aliens im ersten Drittel nicht so viel gezeigt werden, denn das würde die Spannung wegnehmen. Sie werden uns auch mit vielen verletzten Soldaten angedeutet. Beziehungsweise ihre Auswirkungen werden uns angedeutet. Außerdem bekommen wir immer wieder Körperteile der Aliens zu sehen, aber erst später im Film das ganze Alien. Und dann kriegen wir auch noch nicht die Königin zu Gesicht. Die Königin sieht meiner Meinung nach am coolsten aus. Ein letzter Kritikpunkt wäre noch, dass der Twist in der Mitte des Films schon in den Trailern zu erahnen war. Dennoch fand ich die Ausgangslage des Twists und wie er dann vervollständigt wurde, sehr gut inszeniert und auch geschrieben. Zusammenfassend, Tomorrow War ist ein sehr rasanter Film mit guter Action. Außerdem hat er auch eine gewisse Tiefe und eine gewisse Kritik an die heutige Zeit. Also zusammenfassend ist er für mich ein gelungener Actionfilm, aber auch kein Meisterwerk. Ich würde ihm persönlich 7 von 10 Punkten geben. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr den Film fand oder welchen Film ich als nächstes kritisieren soll. Bis dann zum nächsten Video.